Hallo ihr Lieben, heute mit einem ganz besonderen Test. Das Giotto Caramello wartet heute auf euch. Das ist wirklich brandneu. Das habe ich erst vor ein paar Tagen bei Food News Germany auf Instagram entdeckt und heute in meinem Netto entdeckt. Es war so ein bisschen versteckt hinter den normalen Giottos, aber ich wusste, dass es da sein musste, denn ich war gestern Abend schon im Giotto. Im Giotto war ich gestern Abend einkaufen. Nein! Im Netto war ich einkaufen und da habe ich gesehen, so durch eine Tür gelinst, dass in einem Lager ein Karton stand mit Caramello Giotto. Ich wollte schon die Verkäuferin belästigen und wollte sagen, ey, könnt ihr mich mal kurz ins Lager lassen? Ich würde gerne mal die Giottos ausprobieren, die Caramello. Aber ich dachte mir, okay, die armen Menschen haben genügend Stress. Deswegen habe ich bis heute gewartet und deswegen wusste ich auch, dass ich heute in meinem Netto die Giotto Caramello bekomme. Was wir daraus lernen? Immer die Augen aufhalten, glaube ich, lernen wir daraus. Und immer seid nett zu euren Supermarktverkäuferinnen, sage ich dazu auch. Genau. So, Caramello haben wir hier. Wie mag das wohl schmecken? Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ich hole mal ganz kurz eine Stange raus. Das Krasse ist an Giotto, schafft es von euch jemand, so eine Stange aufzumachen und danach nicht komplett aufzuessen? Ich nehme mir das immer vor, ich dachte mir so, okay, komm, ist so 1, 2, 3, aber irgendwie esse ich immer diese ganze Giotto-Stange auf. Das sind die 38 Gramm übrigens. Und bei den Zutaten werfen wir auch mal ganz kurz einen Blick drauf. Ich will es noch so ein bisschen spannend machen. Schaut mal, das ist drin und das sind die Umdrehungen. Ja, das ist auf 572 Kalorien auf 100 Gramm. Wir haben hier Zucker, pflanzliche Fette, Magermilchpulver, Weizenmehl, Karamell ist übrigens 5%. Deswegen bin ich mal gespannt, wie sich das hier so durchsetzt. Die anderen Giottos, die ich zuvor getestet habe, die fand ich echt mega geil. Das ist für mich auch ein Genuss. Was waren das nochmal für Giottos eigentlich, überlege ich gerade. Weiße Mandel war das. Oh Gott, das war auch so geil. Mal schauen, ob Karamell mit weißem Mandel mithalten kann. Die sehen schon so ein bisschen karamelliger aus von außen. Ui, mein lieber Scholli, ich habe noch nicht viel von der Füllung mitbekommen, aber der Rand, der schreit schon nach Karamell und schmeckt so nach einem Karamellkaffee, würde ich sagen. Und so schmeckt es, extrem karamellig. Mhm. Also wer Karamell liebt, beziehungsweise das Karamellaroma liebt. Es gibt ja auch unterschiedliche Karamelle. Es gibt ja ein ganz flüssiges Karamell, ein bisschen dickflüssiges Karamell. Aber das schmeckt eher so wie so ein Karamell-Bonbon. Und ihr wisst, was ich meine. Ich stecke mal ganz kurz dran nochmal. So sieht es aus. Sehr karamellintensiv. Schmeckt lecker, aber auch sehr, sehr süß. Und ein ganz krass, ich würde fast schon sagen, so in die Karamell-Cappuccino-Richtung. Ich habe ihn geschmeckt, immer so ein bisschen Kaffee raus aus diesem Giotto. Weiße Mandel fand ich definitiv krasser. Hab mich noch mehr geflasht. Für das Giotto Karamell auf einer Skala von 1 bis 10. Es schmeckt, aber es schmeckt nicht besser als das normale Giotto. Also mir persönlich schmeckt es nicht besser als das normale Giotto. Und an die weiße Mandel kommt es auch nicht ran. Deswegen bekommt das Giotto Karamell von mir 7 Punkte auf der Skala von 1 bis 10. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie euch das Giotto Caramello schmeckt, ob es für euch einer der besten Giotto-Sorten ist oder auch eher so, okay, mal was anderes, aber jetzt auch kein Mega-Flash. Bei mir ist es echt so, mal was anderes, interessante Abwechslung, aber kein Mega-Flash. Also ihr Lieben, nichts verpasst, wenn ihr es noch nicht gegessen habt. Wenn ihr es mal irgendwo seht, probieren geht über studieren. Ihr Lieben, bis bald, Daumen nach oben fürs Video. Tschüss.